Und schon ändert sich was in deinem Bewusstsein und dein Leben wird schöner, heller, saftiger. Wie die Pferde sich freuen, wenn die Kette raschelt vom Tor zur Weide und wir diese Kette dann fallen lassen, das Tor öffnen und sie losstürmen, gehen, rennen oder individuell in seiner oder ihrer eigenen Geschwindigkeit sich aufmachen zur Wiese. Sich dann mal wälzen vor Glück und auch mal auf der Wiese liegen und schlafen, weil sie einfach zufrieden sind. Die Sonne gerade, weil der Moment gerade so wunderschön ist. Dann ist das doch der Beweis dafür, oder die Bestätigung, dass wir etwas ganz, ganz richtig machen. Wir machen es richtig nach Gefühl. Wenn du das Gefühl nicht hast, die Eingliederungsbox richtig zu nutzen, um dann hinauszukommen in eine Herde, ja, die deinen Selbstwert aufbaut, auf jeden Fall verändern wird, dann weiß ich auch nicht. Also finde doch deinen Weg, deine Eingliederungsbox, um einen glücklichen Pferdestall zu finden für deine glücklichen Pferde oder dein glückliches Pferd. Und ich freue mich immer, wenn wir Pferde anlernen konnten, selbstständig zu sein. Wenn ich merke, sie werden gesünder, sie werden beweglicher. Ja, Sachen kommen raus, die vorher in ihnen angesammelt worden sind, wie Schlacken und Giftstoffe. Und ich bin ein Fan davon, glücklich zu sein und mir die Pferde in der Herde anzuschauen und auch mal zwischendurch durch sie hindurchzulaufen und mit ihnen zu gehen. Und ich bilde mir ein, viel mehr zu verstehen von den Pferden, von den Gesten, von den Klängen und Tönen, von den Gefühlen, von den Gedanken der Pferde, als Menschen, die nur mit ihnen im Hobby arbeiten. Denn wir machen das mit unserer Familie schon sehr lange. Ich glaube, das ist jetzt schon fast 30 Jahre. Über 20 auf jeden Fall. Dass wir das Pferd als unsere Grundlage sehen, etwas Gutes zu tun, den Menschen, der mit dem Pferd lebt, also sich das Pferd angeschafft hat, weil er etwas mit ihm machen möchte, mindestens in Beziehung gehen, eine Dienstleistung anzubieten, eine Dienstleistung des Glücks, dass du bei uns auf dem Pferdehof Glück empfindest, Freude, und dein Wohlgefühl. Und das machen wir übers Pferd. Und wenn du bereit bist, diese Eingliederungsbox zu wählen, ob bei Stuten oder Wallachen, ist egal, dann bist du bereit, Veränderungen in deinem Leben zuzulassen. Und diese Veränderungen sollen positiv sein und dein Leben bereichern. Und auf dieser Reise hier frage ich mich, bist du gerade unterwegs mit deinem Pferdehänger, eventuell auf einen Ausflug, eventuell ziehst du auch gerade um und bist auf der Reise zu einem neuen Hof und du hast gewisse Fragen und Unsicherheiten, aber du hast, machen wir es mal so, du hast bei uns, wenn du zu uns kommst, ein sehr ausführliches Gespräch, eine sehr ausführliche Rundführung über unseren Hof. Und du kriegst auch sehr ausführliche Informationen gesendet, wenn du magst, in Bezug zu allen Dingen, für die wir stehen. Ein paar Bilder sind auch dabei. Und dann bekommst du nachher auch einen Vertrag. Und der Vertrag ist quasi das, was bestätigt, jo, du bist bei uns auf dem Pferdehof angekommen, du wirst hier für das, was du bezahlst, was du gibst, was du einbringst,
also für unsere Dienstleistung, etwas Wunderbares erfahren. Du bist fest dabei in dieser Beziehung, in dieser Herde, in unserer Herde, der wunderbaren Pferde. Und wenn du jetzt auf der Autobahn fährst und die richtige Abfahrt genommen hast, so wie ich gerade glücklicherweise, dann freue ich mich, dich zu sehen. Wir freuen uns, dich zu sehen, dich und dein Pferd kennenzulernen. Wir freuen uns, dann auch zu sehen, wie dein Pferd und du sich auf dem Hof bei uns in verschiedensten Beziehungen zwischen Mensch und Tier verhält. Und wenn es passt, dann passt es. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. So ist das Leben. Und Menschen und Tiere kommen und gehen. Alle Beziehungen, alle Wesen haben nur eine bestimmte Zeit auf dieser Welt und ein bestimmtes Potenzial, was sie nutzen können. Doch je eher wir merken, hey, da ist noch Freiraum, da ist noch mehr Möglichkeit, etwas zu tun, etwas zu entwickeln, etwas zu fühlen, etwas Lebendiges zu erleben. Je eher wir das merken, desto besser entwickeln wir uns auch in diese Richtung weiter, bauen das aus und kommen aus dieser kleinen, viel zu unspektakulären Eingewöhnungsbox raus und kommen in eine Welt der Sinnlichkeit. Und wenn du bereit bist, in diese Welt einzutreten und Begeisterung mitbringst und Sinn für die richtigen Werte und du unsere Werte für sinnvoll erachtest, dann freue ich mich, wenn du auf deiner Reise vielleicht mal vorbeikommst. Du schaffst es auch, ja, dich zu überwinden, den Weg zu gehen. Du hast Vorfreude, du hast Energie. Und wenn du möchtest, kannst du diese Energie auch teilen. Es gibt auch verschiedene Wege, ja, positive Kraft anderen mitzuteilen. Ein Lächeln, ein Gruß, ein Handschlag, eine Umarmung. Du wirst dein Pferd auch gerne streicheln und kraulen, das will ich doch hoffen. Und ich will auch hoffen, dass du dein Pferd nicht schlecht behandelst, weil dann bist du der falsche Mensch bei uns auf dem Hof. Ich wünsche mir, dass wir in der Persönlichkeit gemeinsam weiter wachsen können, unser Charakter immer mehr wert wird. Ich wünsche mir, dass du bei uns etwas siehst, was dir fehlt, an guten Dingen eventuell, die dich noch zu einem besseren Menschen machen und dein Pferd noch zu einem besseren Seelenpartner. Ich wünsche mir, dass du den Weg findest und die richtige Bewertung. Also bewerten wir uns auf eine freundliche Art und Weise. Und du kannst uns, Pferde of Cool, gerne bei Google bewerten. Und ich wünsche mir, dass diese Bewertung aus deinem Herzen kommt und für die Werte steht, die du in deinem Leben aufgebaut hast und weiterentwickeln möchtest. Und in der Eingliederungsbox haben wir jetzt schon einiges gelernt, was für mich aus meiner Sicht sehr wichtig ist und sehr fundamental grundlegend. Wir haben gelernt, dass nichts immer ist und beständig. Wir haben gelernt, dass etwas im Wandel ist zu jeder Zeit. Und egal wo du bist, wenn du einen Weg gehst, wanderst du umher und es wandelt sich. Kein Zustand ist immer. Keine Arbeit, kein Beruf ist sicher. Die Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Familie ist auf einem seidenen Faden aufgebaut, der mit jedem Wort, mit jedem Gefühl dementsprechend im Wandel ist. Und so ist es auch auf den Höfen. Das heißt in der Landwirtschaft, Pferdehöfe oder Reiterhöfe. Alles ist im Wandel und alles darf sich weiterentwickeln. Wir entwickeln stetig etwas und experimentieren und testen etwas aus, was besser sein kann. Und durch unsere Erfahrung finden wir immer mehr heraus, was besser ist. Und
Fehler werden weniger und seltener begangen. Denn nur durch die Erfahrung, das richtige Gefühl zur richtigen Zeit kannst du die richtigen Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen dürfen sich gut anfühlen. Und wenn du dich entscheidest, bei uns auf dem Pferdehof einzutreffen, dann werden wir mit Sicherheit mindestens beim Bewerbungsgespräch herausfinden, was du für ein Mensch bist, was ein Pferd für ein Mensch ist, was der Charakter und die Seele dahinter verspricht. Damit es bei uns auf dem Pferdehof zu einer Steigerung von Werten durch dich und dein Pferd kommt. Also, mein lieber Freund, meine liebe Freundin da draußen, ihr seid Pferdefreunde. Und in diesem Wort Pferdefreund möchte ich, dass wir das Wort Box sprengen und dort hinauskommen und ein Umfeld erkennen, was eine wunderbare Lebenszeit verspricht. Ein Raum, ein Umfeld, eine Pferdeweide. Eine Gemeinschaft voller Menschen und Tiere, die an etwas arbeiten, was die Welt verändert, weil sie sich verändern, weil sie herzlicher werden, liebevoller und ideenreicher. Bin ich jetzt falsch gefahren oder muss ich noch eine andere Adresse eingeben? Das könntest du dich auch fragen. Aber ich denke, wir kommen alle am richtigen Ziel an, zur richtigen Zeit. Also wir sehen uns. Haut rein. Bleibt gesund. Teilen, liken, lieben, leben und kommentieren. Und ich bin gerade an einem Ziel vorbeigefahren und werde jetzt an einem anderen Ziel weiter meine Reise begehen. Denn ich werde jetzt mich neu orientieren. Und weiter philosophieren. Wir reisen zusammen auf einem Weg des Glücks. Und ich freue mich. Ich freue mich, Dinge zu sehen, Dinge zu erleben, auf Dingen zu stehen und mit Dingen zu gehen. Und wenn du jetzt durch den Kreisverkehr fährst, und die richtige Abfahrt findest, kommst du vielleicht zu uns. Falls du dich vertan hast in der Abfahrt, du findest uns auf verschiedenste mögliche Art. Entweder mit deinem Smartphone, googelst du mal kurz Pferdehof, Pool, Adresse, guckst, wo dein Standort ist und wie weit du von uns weg bist. Vielleicht findest du auf unserer Homepage, die dann fertig sein wird, und begeisterst dich für die Beiträge, die wir erarbeiten und uns Gedanken machen, wie wir etwas besser machen. Wir schreiben auch Erfahrungsberichte und versuchen, mit jeder Information, die wir bekommen, den Mehrwert zu steigern. Jede Erfahrung, jeder Mensch, jedes Pferd, was wir kennengelernt haben, bringt uns weiter. Dann wissen wir eventuell, was schlecht war und was besser sein wird. Jedes Mal aufs Neue lernen wir das Gute und das Schlechte kennen und filtern es raus, was für uns wichtig ist. Und für uns ist nun mal die Gesundheit wichtig. Und die Gesundheit baut immer auch auf den Essen auf, auf der Nahrung, auf dem Futter. Also arbeiten wir auch stetig daran, unser Futter zu verbessern. Denn du wirst wahrscheinlich auch kennen von deinem Pferdehof, dass Pferde husten, dass Pferde Allergien haben, dass Pferde krank sind, kränklicher, dass ihr Immunsystem nicht so gerade auf der Höhe ist. Das wirst du kennen.
Und du wirst es nicht unbedingt als Vorteil ansehen, oder? Außer wenn du natürlich so ein Mensch bist, der dein Pferd oder sein Pferd ja, krank halten möchte, damit das pflegen kann. Aber das wünsche ich dir nicht, denn das ist krank. Das ist ein großer Mangel. Viele Menschen haben das heutzutage auch, dass sie andere pflegen wollen und sich dadurch mehrwertig fühlen. Und dabei sollten wir daran arbeiten, nicht die Pflege mehr werden zu lassen, sondern die Gesundheit mehr, sodass wir mehr Gesundheit pflegen und mehr Lebensqualität haben und dadurch mehr Bewegung, mehr Freiheit, mehr Freiraum. Und so kommen wir wieder zu dem Satz zurück: Eingliederungsbox. Oder das Wort Eingliederungsbox vielmehr und der Bedeutung. Ich möchte mich eingliedern, mit meinen Gliedern einfühlen in das Leben, in die Welt, wie sie uns und mir gefällt. Also, haut rein, bleib gesund. Ich parke jetzt ein und bin am Ziel. Wo bist du gerade? Das war eine Reise an einem Sonntag mit mir. Und ich freue mich, wenn ich dir kleine gewisse Eindrücke und Gedanken beschaffen dürfte, die dir vielleicht helfen, die richtige Entscheidung zu treffen zum richtigen Moment für dein Pferd und für dich. Vielen Dank. Wir sehen uns. Beste Grüße. Dein Dennis. Ciao.